Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 7. Das dürfte jetzt mittlerweile schon der siebte oder achte Teil sein, wenn ich mich nicht recht irre. Es geht jetzt hauptsächlich darum, dass wir uns endlich den Flammenwerfer zusammenbasteln. Die Teile haben wir schon gesehen, konnten sie aber noch nicht aufsammeln, weil unser Inventar zu klein war, aber wir haben ja gerade den Rucksack ergattert. Deswegen jetzt Brille auf und nichts wie los. Den Flammenwerfer zu craften. So. Wir haben alles abgelegt. Wir speichern nochmal. Jo, wir wollen nochmal überschreiben. Und dann kann es losgehen. Ich glaube, es sind drei oder vier Teile. Wir haben genug Platz im Inventar. Dann holen wir uns mal. Das Werkzeug, was wir jetzt benötigen. So. Hier gibt es nichts zum Einsammeln. Den Brennergriff, den nehmen wir uns. Hier drüben gab es nochmal flüssige Chemikalie. Die können wir gut gebrauchen, um den Brennstoff herzustellen. So, da drüben lag die Gasdüse, die wir auch noch benötigen. Welchen Gegenstand haben wir denn vorhin da reingehalten, um das Rätsel zu lösen? Hier können wir den Schrank zumachen. Wow! Schnell, unser Messer. Mistviecher. Die werden wir los. Was hier durch? Leerer Schrank. Nochmal Brennstoff. Dietrich haben wir jetzt leider nicht dabei, aber wir haben einen gesehen. Es gibt auf jeden Fall hier etwas. Ein bisschen Schießpulver nehmen wir auch gerne mit. Jetzt vorsichtig dran vorbei, die Tiere nicht rauslocken. Genau, wir sind durchgekommen. Hier hat sich die Brennerdüse versteckt. Können wir doch bestimmt schon mal kombinieren. Nee, noch nicht. Combine mit der Düse. So, wir haben den Flammenwerfer gecraftet. Sehr gut. Damit können wir diesen blöden Biestern zu Leibe rücken, ihre Nester abfackeln im Haus. So, erstmal sauber alles. Nichts mehr zu looten. Zurück hier. Alles sauber. Drüben waren wir noch nicht. Und da haben wir ihn. Ja, den Dietrich wollen wir. So. Damit knacken wir gleich das Schloss hier in der Küche. Wo kommen die Biester auf einmal her? Die gehören hier nicht rein, die gehören da raus. Ich hasse Schnaken. In der Größe erst recht. So, den Dietrich. Leider können wir den nur einmal verwenden. Moskito, Moskito, Moskito. So, die Schublade ist auf. Hört es gar nicht mehr auf mit euch. Ein bisschen Medizin und Kochlöffel
So. Wir rennen wieder rüber, speichern nochmal ab, bevor wir uns hier wieder reinwagen. Zeigt es kurz hier, dieses Riesennest, wo wir verbrennen müssen, weil wir ansonsten nicht vorbeikommen. Die ganzen miesen Insekten stürzen sich direkt auf uns. Die miesen Insekten. Scheiß Moskitos. Der giftige Räuber. Das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling. Leider können wir die Tür jetzt nicht mehr öffnen. Es fehlt der Gegenstand. So. Fast voll. Medizin haben wir noch, also packen wir. Ganzen Scheiß wieder weg. So, nochmal abspeichern zur Sicherheit, dass wir das Zusammenbauen nicht mehr erledigen müssen. Biohazard. Tür schließt sich wieder. Und jetzt. Wir nehmen uns einen Flammenwerfer. Heizen den Mistbeast dann ein. Kräuter und jede Menge Maden. Die sehen echt appetitlich aus, die Kräuter hier. Weg mit euch. Ah, überall Spinnen. Scheißgetier. So, wie sieht's denn aus? 37 noch. Wow. Okay, das nächste Biest. Mit großen Schnaken können wir nur. Jetzt schlüpfen da große raus. Als ob die kleinen nicht gereicht hätten. Zack. Komm. Scheiße. Da komme ich nicht an das ran. Aber. Oh. Okay, die Kiste ist gelootet. Den Schrank. Da werfen wir auch einen Blick rein. Oh fuck, die Dinger können wir nur so vom Himmel holen. Und nochmal Brennerkraftstoff. Ja. Wir wechseln die Kartusche. Machen uns dann dem nächsten Nest zu schaffen. Ja, she's upstairs, don't go home. Sie ist oben, die Mutter. Da sollen wir nicht hochgehen. Aber wir müssten erstmal rüberkommen. So, hier war doch das zweite Riesennest, wo wir nicht vorbeigekommen sind. So, scheiß Viecher. Schön den Flammen da schon rein. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich will euch nicht mehr. Boah, da ist ein geheimer Durchgang unten durch. Boah, wir sind tot. Fuck, ich hab's verkackt. Ich hab nicht auf die Gesundheitsanzeige geachtet, aber zum Glück haben wir gespeichert. Dirty, hast du gut gemacht. Ansonsten wirst du dich jetzt schämen. Solange ihre Nester intakt sind, werden ständig neue Insekten auftauchen. Schießen sie die Insektennester von den Wänden und Decken, um die Insekten ein für alle Mal zu stoppen. Okay, endlich haben wir einen Hinweis mit den Insekten. So, hier haben wir gespeichert. Also wir müssen erst die Nester von der Wand schießen und dann mit dem Flammenwerfer draufhalten. Das sollten wir hinkriegen.
Wer ist sie? Hey, überall. Hier hängt sie. Hier hängt sie. Boah, warum hat die Gute eine Tüte über dem Kopf? Man weiß es nicht. So, dann schießen wir da jetzt erstmal drauf. Die Viecher holen wir so von der Wand. Die Spinnen brennen wir auch gleich alle mit ab. Nest down, ja. Nee, es hört einfach nicht auf. Das ist jetzt die Spinne von der Wand. Das Nest ist doch deutlich kleiner geworden auf jeden Fall. Und gerade im Moment sehe ich keinen Nachschub. So, wir kratzen ein paar Spinnen noch. Boah, von dem Dinger wollte ich sagen, aber springen jetzt schon neu entgegen. So, das Ding ist sauber. Wir brauchen aber. Boah, kratzt mal die Spinnen ab. Ja, wir brauchen einen Medipack jetzt benutzen. Gott sei Dank. So. Jetzt können wir auch in Ruhe hier reinschauen. Madenbox. Kräuterhammer. Ansonsten gab es hier kein Loot. Gut, also schnappen wir uns das nächste Nest. Als ob uns Mutter nicht hören würde, wenn wir hier drin mit der Flinte ballern, aber so soll es sein. So. Oh, lad doch schnell nach. Das ist doch blöd. Okay, das nächste ist down. Aber uns geht so langsam der Flammenwerfer-Treibstoff aus. Ja, wir haben nochmal welchen gefunden. Schnell aufladen. Wie sieht unsere Gesundheit aus? Wir gucken auf die Uhr. Relativ okay. Wir haben nicht Viecher. So, schnell mal mit der Shotgun drauf. Der Zugang wäre frei. Aber hier haben wir auch noch nicht reingeschaut. Es geht direkt weiter mit den Mistviechern. Ah, ist die Küche. Hier waren wir doch schon. Gucken, ob hier was da dahinter gefallen ist. Nee. Das letzte Nest. Lieber wieder zu, laden nochmal nach. Gucken uns nach dem Loot um. Hier war noch was, was wir vorhin aufgesammelt haben. Genau, flüssige Chemikalie. Da machen wir doch gleich neuen Brennstoff. Ah, uns fehlt der Festbrennstoff. Kriechen unten durch und boah, werden wahrscheinlich gleich nicht genug Platz im Inventar, ist natürlich scheiße. Ach, wir müssen zurück zur Lootbox. Wenigstens ist der Weg jetzt frei im Haus und wir müssen uns nicht mehr vor Insekten und Co. fürchten.
was echt mit der Angst zu tun. So, Kräuter packen wir rein. Starke Arznei, haben wir ein einzelnes Medikament noch? Ja genau, das können wir zu den anderen packen. Brennstoff kann man mitnehmen. Schießpulver lassen wir da. Festbrennstoff, den nehmen wir einmal mit. Kombinieren. Wir können nicht genug Flammenwerfer-Power haben. So, die beiden Nester haben wir abgefackelt. Zur Sicherheit speichern wir noch einmal. Wir werden jetzt bestimmt dem nächsten Familienmitglied begegnen. Omi hockt zum Glück oben im Haus, aber mit Mutter ist nicht zu spaßen. Okay, so sieht das Haus doch nicht mehr so cool aus, direkt am Sumpf. Wir haben nichts zum Reinheben, leider. Oh, she's upstairs. Nicht hingehen. Nicht hingehen. Leider sind wir ganz schlecht im Hören. So. Ich spiegel ganz kurz unter der Brille raus, weil ich Angst habe, dass ich das Mikrofon verschoben habe. Hier geht's nur in die Küche, hier gab es nichts mehr zum Einsammeln. Okay. Dann wollen wir mal. Mitnehmen. Ethan? Oh, fuck. Mia schon wieder. Ethan. Du wirst ja immer kleiner von jedem Mal, hey. Soll eine erwachsene Frau darstellen und ist 1,10 Meter groß, hey. Hallo, Mia. Wie geht's dir? Ethan, ich bin hier. Ja, ich weiß, aber seit unserer letzten Begegnung bin ich ein bisschen skeptisch, was deine Liebe angeht. Steinstatue. Ja, nehmen wir mit. Alles gut, Mia, diesmal? Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß, du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Du hast mich lieber angegriffen. Aber ich kann nicht mit die Hand abgeschnitten. Und der Rest ist einfach weg. Boah, der Bastard. Hey. Als das nächste Familienmitglied. Wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Hilfe, Hilfe! Verdammt. What the fuck? Also jetzt müssen wir doch wieder zum Lichträtsel. Wir haben die Statue wieder aufnehmen können. Aber ich fand interessant den Hinweis, tu etwas. Steh da nicht so herum. Er will, glaube ich, selber, dass wir einen Weg finden, den ganzen Scheiß hier loszuwerden. Wow, fuck, Mami. Verdammt. Wow, Spinnen en masse. Wie sieht unsere Gesundheit aus? Gelb. Komm, wir nehmen Medipack. Guck mal andersrum. Wir können ja den zweiten Weg gehen. Wo ist sie? Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ein bisschen spät, aber den haben wir zum Glück schon. Können wir liegen lassen. Auch ohne Plan hinbekommen.
Was hat sich sonst so verändert hier? Guck mal. Vorsicht. Scheiße, warum ist die Tür offen, ey? Oh, kein gutes Zeichen. Komm, nimm die Shotgun. Warum bist du nicht oben geblieben? So. Dem Raum. War die gute? Ich sehe einen Schatten. Seht ihr ihn auch? Ja, sie ist da drin. Ja, wir rennen. Wir versuchen jetzt hier das Rätsel zu lösen. Ich hoffe, es ist das Passende. Komm, wir haben es doch schon einmal gelöst. Gekriegt. Noch einmal spiegeln. So. Boah, die Tür ist auf. Wir können uns an die gute Mami ranschleichen. Ja, den gleichen Gang wie mir von gegangen ist, aber. Wir lassen erstmal die Münze wieder da. Packen wir zurück in unsere Inventarkiste. Ja. Münze weg. Zurück ins Inventar. Medipack ist ja ganz gut. Was haben wir denn noch? Speichern nochmal. Wenn wir jetzt Mami begegnen. Mami und ihrem Sohn gleich im Doppelpack. Puh, muss man erstmal verarbeiten, ey. So. Den Geheimgang haben wir geöffnet und da werden wir uns jetzt auch verschwinden und hoffentlich zu Mia kommen. Was krabbelt denn da? Beim ersten Durchgang gar nicht aufgefallen, die ganzen Käfer hier. Mist, 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 Mist! Das sieht echt übel aus. Na, versuchen wir's. Wir können leider keine Waffe ziehen oder nix. Scheiße! Du sagst es, Ethan. Ethan. Sind nur 1000 Füßler, keine Sorge. Wir sind auf der anderen Seite. Haben noch ein bisschen Brennstoff klar machen können. Gucken wir uns hier um. Das ist der Durchgang, wo Mia fliehen konnte. Oh fuck, ich will gar nicht wissen, was hier an dem Seil ist. Uns fehlt der Hebel. Können wir nicht verwenden und dann treten wir mal Mamas Zuflucht. Der nächste tote Rabe. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit deinem Alter anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Wir werden sehen, ich kann meine Finger bestimmt nicht davon lassen. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herablassend auf uns. Und versuch, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig.
armselig. Wenn du meinen Alter auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Die Brust besteht fast nur aus Drüsengewebe. Das wird nicht schmecken. Nee, es wird wie so ein Milchäuter sein. Bläh, wie Knorpel. Kein nicht lecker. Aber wem ist aufgefallen, dass manche Buchstaben groß sind. Aber damit lässt sich auch kein Code entwickeln. So, abgeschlossen. Wir finden nochmal eine flüssige Chemikalie und müssen doch zum Mutter, da wir weder einen Schlüssel noch sonstiges haben. Ja, zur Mutter oder den Gang? Nehmen erstmal den Gang hier unten durch, den Weg von mir nachverfolgen. Gucken, was hier Gruseliges dazugekommen ist. Ah, nochmal eine Kiste. Bobblehead. Können wir mit dem Messer erledigen. Da, weil hier unten ist. Ah, wir haben die Kurbel gefunden. Aber erst den Kopf. Die Tür ist zu. Da kommen wir nicht raus, aber die Kurbel können wir an uns nehmen. Ansonsten war hier nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Scheiß Insekt. Gleich das nächste. Wow. Okay, ist nur unsere Taschenlampe. Komm doch her. Was? Natürlich, wenn wir gerade in der Cutscene beim Aufstieg sind. So, die Kurbel haben wir. Jetzt interessiert uns, was wir hier rausholen können. Die Frage ist jetzt, machen wir die Kurbel draußen oder drinnen? Wo bringen wir sie an? Ziehen wir erstmal hier. Ah, okay, ist eine Zugbrücke. So, die Kurbel packen wir wieder ein. Nicht schlecht, also den Durchgang können wir jetzt in Zukunft sparen. Die ganzen Insekten sind weg von der Türe. Trotzdem gehen wir nochmal außen entlang und versuchen jetzt erstmal die Brücke zu aktivieren. Okay, hier war ich falsch. Hier haben wir den anderen Kerl getroffen. Shit happens. Zack. Zack. Wie süß. Ein Verteidigungsstich. Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir nehmen die Shotgun zur Hand. Okay, Mut. Oh, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Raus, bevor die Insekten wieder alle auf den Stutzen. Alles verbrennen. Besser ein Medipack, ja. Der Scheiß lebt immer noch. Motten, verzieht euch. Spooky, scary. Wir laden nach. Ah, wir haben so viele entdeckt. Wäre schade, wenn wir jetzt sterben und alles wiederholen müssten. Ja, wir müssen auch Loot wegpacken. Also ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir
nochmal zur Kiste laufen. Wir laufen doch nicht zur Kiste, wir laufen doch nicht zur Kiste, wir laufen doch nicht zur Kiste. Bitte zeig mir nichts. Boah, sie verfolgt uns nicht. Boah. So vorsichtig durchgucken. Boah, dann craften wir doch mal bessere Munition. Das haben wir in der Kiste natürlich, ey. Aber ein Medipack könnten wir. Ne, wir haben keine Kräuter dabei. Oh, verdammt. Auf jeden Fall dürfte die Mutter jetzt auch ein paar nette Brandblasen im Gesicht haben. Gucken wir mal rein. Ist sie noch da? Mistviecher. Spielen wir durchs Fenster. Da steht sie doch mit der Lampe, oder? Ja. Die gute. Okay, schauen wir mal in die Hütte. Scheiß drauf, dass wir... Oh, wir sind voll beladen, wir können eh nichts mehr aufsammeln. Fuck. Scheiß drauf, wir rennen durch. Nur aufpassen, dass sie uns jetzt hier nicht begegnet. Okay, der Weg ist frei. Ist noch nicht aufgefallen, dass die Zugbrücke down ist. Warum hat sie denn nicht oben bleiben können? Wenigstens ist das Nest hier echt tot. Mit dem anderen kamen sie ja wieder. Jetzt ist er auf jeden Fall mitgekriegt, den Schuss. Die Tür machen wir mal zu. Warum ist die Tür jetzt auch hier verschlossen? Tür zu und wieder craften. Jetzt erstmal Medizin. Dazu packen wir eins in die Kiste. Holen uns das Kraut. Da haben wir ja schon jede Menge gefunden. Kombinieren Medizin. Perfekt. Gucken wir da rein. Antike Münze, Pillen. Ja, wir brauchen auch wieder stärkere Munition. Haben wir denn ein großes Medipack? Ja, haben wir rüber. Dafür packen wir das Kraut zurück. Nehmen normale Flüssigkeit und craften jetzt erstmal den Brennstoff sowie Pistolenmunition, Pistolenmunition. Schade, mehr können wir nicht. Verbesserte, ja, wir brauchen die verbesserte. Oh ne, wir haben einmal Schießpulver zu wenig. Haben wir noch Schießpulver? Führerschein, Mia, Schießpulver. Ja, wir haben Schießpulver. So. Es hat geklappt. Psycho. Nautikum lassen wir da. Schießpulver können wir auch zurückpacken. Brennstoff haben wir auch noch, ist auch noch ganz okay. So, Schießpulver zurück. Starke Arznei können wir uns mitnehmen.
Die braucht man nicht. Die Kurbel lassen wir mal drin. Ja, okay. Wir speichern nochmal. Und dann entdecken wir die kleine Außenhütte. Verstehe zwar den Wunsch, größere Familie zu bekommen, aber nicht auf die Weise. Wie läuft sie ja immer im Kreis? Mal vorbeugen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es mit der Brille auch sehen könnt, aber wenn ich mich vorbeug, kann ich gerade so um die Türe schauen. Wow, mir nehmen so ein Messer. Das hat sie hoffentlich nicht mitgekriegt. Doch, scheiße, sie kommt. Don't go upstairs. Wir wissen's. Kamin kennen wir schon. Jetzt, wo ist die gute Frau? Scheiße. Scheint direkt an der Türe, seht ihr es unten? Sie steht direkt an der Türe, hinter der Türe ist der Lichtschein, ja. So, wir drehen, lassen die Zugbrücke hoch, sind damit bei der Fischhütte angekommen und so fies wie ich bin, sehen wir das im nächsten Teil. Wer gerade live zuschauen sollte, in 5 bis 10 Minuten bin ich wieder da, nehmen die Medizin an uns, ja, spähen kurz rein, sehen eine Toilette. Aber den Rest heben wir uns für später auf. Also, macht's gut. Bis gleich. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Hey Tobi, wie geht's dir?